Guten Abend, herzlich willkommen im Namen des AfD-Kreisverbandes Rhein-Berg. Herzlich willkommen zu unserem dritten populistischen Aschermittwoch. Ganz langsam wird sowas draus wie eine kleine Tradition. Wir machen es das dritte Mal. Zu Anfang, beim ersten Mal hatten wir hier unsere Lokalmatadoren, unsere Landessprecher auch und in Herrn Triesang vom damaligen Bundesvorstand. Letztes Mal neben unserem Landessprecher den Albrecht Glaser. Das war natürlich auch ein Highlight auf jeden Fall. Und heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, Ihnen zwei sehr interessante Gäste vorstellen zu dürfen, präsentieren zu dürfen. Den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag, Herrn Uwe Junge. Ganz herzlich willkommen. Und Herrn Michael Klonowski, den wir alle als Journalisten und Schriftsteller kennen. Fokus, sage ich nur, viele Jahre. Ja, darüber hinaus haben wir auch noch ein bisschen einige Gäste aus dem Bundestag, insbesondere den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, Dr. Roland Hartwig. Dr. Hartwig war bei uns seinerzeit im Bundestagswahlkampf auch Direktkandidat. Er hat den Wahlkreis nicht ganz direkt geholt, aber über die Landesliste haben wir ihn doch platzieren können und das freut uns außerordentlich. Auf Platz 3 der Landesliste war Professor Weil, Harald Weil. Und insofern ist es uns natürlich ein besonderes Vergnügen gewesen, aus der Bundestagswahl mit zwei Abgeordneten aus unserem Kreis herauszugehen. Das war ein Ergebnis, mit dem wir uns sehr sehen lassen können und auf das wir auch ein bisschen stolz sind, das muss ich schon so sagen. Ja, insofern, wir würden den Abend dann beschließen mit einem kleinen Imbiss im Anschluss. Der soll vor allen Dingen auch eine kleine Gelegenheit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerne bieten wir den kostenfrei. Spenden sind immer herzlich willkommen, zumal wir ja, Sie erinnern sich an die kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag zur Parteienfinanzierung, über die Stiftungen, allein die CDU kriegt alleine mehr als die offizielle Parteienfinanzierung nochmal über die Stiftung hinzu. Wir sind da derzeit noch nicht vertreten. Unsere Stifter sind die Mitglieder und Sympathisanten. Und ja, also wie gesagt, ich hoffe, wir kommen nachher nochmal schön ins Gespräch. Und ich würde als erstes unseren Freund Dr. Roland Hartwig bitten, einen kurzen Bericht über die aktuelle Lage in der Bundestagsfraktion, wie es denn so zum Aschermittwoch aussieht. Danke. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich bin sozusagen die Vorgruppe, die zunächst mal Sie hier etwas aufwärmen soll, bevor unsere Hauptredner das Wort ergreifen. Und es trifft mich nicht ganz unvorbereitet, wie Sie anhand meiner Notizen hier sehen können. Sie erinnern sich, es gibt oder gab im Karneval in der Sendung Mainz bleibt Mainz am klassischen Freitagabend ja den Boten aus dem Bundestag. Den möchte ich heute nicht ganz wiedergeben. Ich möchte aber trotzdem einiges berichten aus dem Bundestag. Und ich habe immer gedacht, wir hier im Rheinland, wir hätten die Hochburgen des Karnevals in Düsseldorf, in Köln und auch in Mainz.
Inzwischen muss ich feststellen, auch Berlin ist eine Hochburg des Karnevals geworden. Denn wenn man sich das Polittheater ansieht, das hier in den letzten Wochen und Monaten aufgeführt wurde, dann ist das, wie gesagt, ganz klar ein neues Zentrum karnevalistischer Aktivitäten. Allerdings nicht begrenzt auf die klassische fünfte Jahreszeit, sondern, das ist mein Eindruck, das geht das ganze Jahr so. Das Theaterstück, das man in den letzten 6 Monaten aufgeführt hat, trägt den Titel »Schlimmer geht immer«. Und ich glaube, wir sollten den heutigen Tag, den Aschermittwoch, auch nutzen für eine Preisverleihung an einige dieser Hauptakteure in diesem Theaterstück. Und das Erste, was ich Ihnen vorschlagen möchte, das ist der Preis für den mit Abstand, mit riesengroßem Abstand, besten und erfolgreichsten Politclown in Berlin. Und das ist Herr Martin Schulz. Man könnte ihn auch auszeichnen für den Mann mit dem kürzesten Gedächtnis, aber ich glaube, Politclown ist noch besser hier für diese heutige Veranstaltung. Eine Lichtgestalt, und es ist ja gerade mal 12 Monate her, als sie die deutsche Bühne wieder betrat, mit dem Ansatz, eigentlich habe ich mit der SPD gar nichts zu tun, ich komme aus Brüssel und die Feder der letzten Jahre könnt ihr mir nicht anlasten, ist, das dürfen wir nicht vergessen, vor 12 Monaten mit 100% zum Parteivorsitzenden gewählt worden, was ihm dann den Beinamen Kim Jong Schulz einbrachte. Und er hat dann natürlich auch gleich, wahrscheinlich von guten Beratern ins Ohr geflüstert, sein Herz für den kleinen Mann entdeckt. War ja absolut folgerichtig, nachdem er sich in Brüssel die Taschen gefüllt hat, wahrscheinlich mit einigen Millionen und Tagungspauschalen, Sie erinnern sich, 365 Tage im Jahr, war das nur folgerichtig. Er sprach dann auch sehr schnell, und das wurde ja ein Slogan im Wahlkampf, mehr Gerechtigkeit, dafür steht er, für mehr Gerechtigkeit. Er hat nie ganz verraten, was er meinte, ob er die Millionen verteilen wollte an die anderen oder ob die anderen auch Millionen verdienen sollten, da war er nie so ganz präzise. Aber die Vergangenheit hat ihn eingeholt. Und am 24.09. hatte er einen sehr bemerkenswerten Lichtblick. Er sagte nämlich, wir haben verstanden, der Wähler hat uns SPD in die Opposition geschickt. Da muss ich sagen, da hatte er durchaus mal recht. Außerdem hat er gesagt, und das wollen wir auch nicht vergessen, ich werde niemals Minister unter einer Kanzlerin Merkel. Und das ist erst ein paar Wochen her. Es hat nicht gehalten. Herr Schulz hat dann trotzdem die GroKo gezimmert, wobei die GroKo ehrlich gesagt eigentlich nur noch eine Kleiko ist. Die kommen nämlich zusammen nur noch mühsam auf 46-47%. All das, was er vorher gesagt hatte, galt nicht mehr. Er hat mehr als einen Purzelbaum rückwärts gemacht. Er wollte sogar Außenminister werden unter Frau Merkel. Gott sei Dank sind dort dann doch nochmal andere Kräfte tätig geworden und haben das verhindert. Jetzt ist er leider, ich muss wirklich sagen leider, als Parteivorsitzender ausgeschieden. Wir als AfD verlieren damit eine unserer besten Werbungen. Damit müssen wir leben. Aber für alle diejenigen, die eine kleine Träne im Knopfloch haben, da gibt es ja auch noch Herrn Stegner. Und ich glaube, der wird weiter unsere Erwartungen erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen. Also Vorschlag für die heutige Preisverleihung. Die goldene Pappnase geht an den mit Abstand besten Politclown der letzten 12 Monate, Martin Schulz. Dann wirklich preiswürdig für die besten, kreativsten rhetorischen Ansätze, Frau Andrea Nahles. Wir haben lange auf Ihre Bereicherungen warten müssen. Die Eltern unter uns sind froh, dass Sie das noch erleben dürfen. Aber sie hat es am Ende jetzt doch wirklich auf den Punkt gebracht. Es gibt nun in die Fresse.
Wer hätte das gedacht? Eine wirklich klare Aussage einer Politikerin. Und auch das lässt sich nochmal steigern. Sie hat dann, wahrscheinlich nach längeren Überlegungen, das Wort des Jahres gesagt, nämlich Bätschi. Es ist doch schön, dass wir das noch erleben durften. Auch bei ihr könnte man sehr ernsthaft darüber nachdenken, ihr auch einen Preis für ihre hellseherischen Fähigkeiten zu verleihen. Denn wenn man heute in die aktuellen Umfragewerte sieht, die für die SPD noch 16,5% vorhersagen, dann sind diese Begriffe, es gibt in die Fresse und Bätschi, durchaus auch hier berechtigt am Platze. Der Vorschlag ist eine goldene Glaskugel für Frau Nahles. Preisverdächtig auch, Sie haben es vor wenigen Wochen gesehen, für den mit Abstand rotesten Kopf im Parlament, Herr Anton Hofreiter. Wir haben wirklich gefürchtet, dass der arme Mann einen Herzinfarkt erleidet, weil er im Bundestag das Wort entartet hören musste, in der Rede von Herrn Curio. Entweder eine ganz große schauspielerische Leistung oder tatsächlich eine gesundheitliche Herausforderung. Ich denke, das hat einen Preis verdient. Die goldene oder goldrote Lampe würde ich ihm für diese Darstellung anbieten wollen. Was die Kostüme und Requisiten betrifft, haben wir natürlich auch einen völlig unbestrittenen Preisträger für die besten Hemden. Das kennen Sie noch aus dem Wahlkampf. Hier ist Herr Christian Lindner einfach unschlagbar. Die Werbeplakate sind uns alle noch in Erinnerung, für Hemdenwerbung einfach nicht zu übertreffen. Leider muss ich sagen, im Bundestag sehe ich ihn relativ selten. Das liegt nicht an mir. Ich bin eigentlich fast immer da in den Plenarsitzungen. Er aber deutlich weniger. Eine große Ausnahme gab es vor wenigen Tagen, da hatten wir den sogenannten Hammelsprung. Das hat jetzt nichts mit den Parlamentariern zu tun, das ist eine Art der Abstimmung. Wir hatten nämlich frevelhafterweise zu später Stunde, so um 23 Uhr, beantragt, die Beschlussfähigkeit des Bundestages festzustellen. Ein Novum. Und man führte daraufhin einen Hammelsprung durch und es wurden dann heftigste und intensivste Telefonate geführt, um alle möglichen Parlamentarier noch herbeizuführen. Aus den Gaststätten, Weinlokalen, Hotelzimmern kamen dann geeilt sehr viele neue Abgeordnete, die eigentlich vorher gar nicht da waren. Unter anderem auch Herr Lindner, der etwas abwesend und angeheitert hier wieder mal im Parlament zu sehen war. Also, für das beste Hemd, für die beste Kostümierung unverändert die Preisvorschläge an Herrn Lindner. Dann haben wir natürlich, auch der Preis ist eigentlich fast schon immer vergeben, den Preis für die beste politische Nebenrolle in Berlin. Und die geht wieder einmal, dieser Preis geht wieder einmal an Herrn Horst Seehofer. Ist schon interessant, das ist ein Politiker, der in zwei Städten eine völlig unterschiedliche Rolle spielt. Das ist der Politiker, der in München, wunderschöne Stadt, immer als Löwe auftritt und auch als Löwe brüllt. Regelmäßig auch als Löwe abspringt, aber im schönen Berlin als Bettvorleger ankommt. Das ist der Politiker, der jetzt natürlich auch ein Ministeramt ansteuert, aber immerhin, auch das wollen wir mal nicht vergessen in dieser großen Aufführung, bereit war, eine Jamaika-Koalition einzugehen. Das ist nicht an ihm gescheitert. Das heißt, mit den Grünen eine Regierung zu bilden, und das sind doch diejenigen, die von Obergrenze ja nun wirklich überhaupt nichts wissen wollen, die auch Länder wie Tunesien, Marokko, Algerien nicht als sichere Herkunftsländer anerkennen wollen, obwohl Zehntausende von deutschen Touristen dort jedes Jahr Urlaub machen und die auch mit Grenzkontrollen nichts am Hute haben. Aber wie gesagt, Herr Seehofer hätte gar kein Problem gehabt, hier mit diesen Kollegen auch zu regieren. Ich schlage wieder einmal vor, ihm das goldene Chamäleon, vielleicht auch den goldenen Bettvorleger zu verleihen. Der Hauptpreis, die goldene Raute,
geht natürlich an die Regisseurin dieses Stückes Schlimmer geht immer. Und Sie müssen sich mal anschauen, die Raute, die hat ja möglicherweise durchaus mystische Bedeutung. Das ist ein in sich geschlossener, primär nach unten zeigender Fingerzeig. Gleichzeitig auch nach links und rechts. Und in der Tat, die goldene Raute hat uns gezeigt, dass Deutschland trotz aller akuten politischen Probleme auch 5 Monate ohne Regierung sein kann. Sie hat uns gezeigt, dass sich auch eine Kanzlerin irren kann. Denn es ist noch gar nicht so lange her, da hat sie der SPD auf Bundesebene jede Regierungsfähigkeit abgesprochen. Mit den Leuten müssen wir gar nicht mehr reden. Hat auch nicht allzu lange gehalten. Sie wird uns auch zeigen, wie man es schafft, eine Obergrenze für den Flüchtlingsnachzug ohne Grenzkontrollen durchzuführen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Und sogar wird sie uns zeigen, dass Franz Josef Strauß Unrecht hatte, als er sagte, und das zitiere ich immer ausgesprochen gern, eher wird sich ein Hund einen Wurstvorrat anlegen, als dass die Sozialdemokraten sparen lernen. Auch das ist nicht mehr wahr. Sie bekommen das Finanzministerium, sozusagen die Quelle, direkt Freihaus. Sie wird uns auch zeigen, dass es gar kein Problem ist, dass eine Partei mit 33% genauso viel Ministerien bekommt wie eine mit 20,5. Das ist, wie gesagt, schon ein paar Wochen her mit den 20,5. Und dass sie Humor versteht, das hat sie uns allen schon gezeigt im Wahlkampf, als doch tatsächlich Plakate zu sehen waren mit ihrem Konterfei und der Aussage für ein sicheres Deutschland, CDU. Also das ist doch Satire pur. Also, eine ganz große Inszenierung, ein ganz großes karnevalistisches Stück in Berlin, wenn es nicht so traurig wäre. Und was noch viel trauriger ist, die Fortsetzung ist bereits angekündigt. Die Koalitionsvereinbarung, wer sie liest, wird sehen, dass dieses Narrenstück auch in den nächsten Jahren Programm werden und sein soll. Die Koalitionsvereinbarung adressiert keines der wirklich großen und wichtigen Themen in unserem Lande. Dafür werden diverse Offensiven gestartet. Keine Militäroffensive, sondern Bildungsoffensiven, Integrationsoffensiven, Verkehrsoffensiven. Gelder werden übrigens auch nicht mehr regelmäßig gezahlt, sondern der Geldfluss wird verstetigt. Das hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen. Wäre wahrscheinlich früher im Deutschunterricht angestrichen worden, ist aber schon sehr, sehr lange her. Wir haben also alle Aussichten, auch in einem Jahr hier wieder Preisverleihungen ins Auge zu fassen für die Hauptakteure auf diesem Narrenschiff, das jetzt offensichtlich Kurs aufnehmen wird. Es wird einen zweiten Teil des Stückes Schlimmer geht immer geben und dieses Stück wird wahrscheinlich heißen Weiter so. Und dieses Weiter so wird heißen, weiter deutsche Steuergelder nach Brüssel, weiter deutsche Souveränität an die EU, weiter eine unkontrollierte Zuwanderung, weitere Anstiege der Energiekosten, weitere Enteignung der Sparer, weiterer Verlust der inneren Sicherheit und so weiter. Aber es wird auch ein zweites Stück aufgeführt werden, mit einem völlig anderen Titel, nämlich mit dem Titel Zurück zur Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Freiheit und deutscher Souveränität. Geschrieben und aufgeführt in Berlin von der Alternative für Deutschland. Wir haben uns dafür aufgestellt als Fraktion. Wir sind bereit, auf die Bühne zu gehen. Auch für uns heißt es jetzt, und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, Vorhang auf und Bühne frei. Vielen Dank. So, soll ich die nächste Ankündigung machen, oder? Ja? Harald, ich darf meinen Kollegen, Mitstreiter aus Berlin,
Herrn Professor Harald Weil ankündigen. Ja, schönen guten Abend an alle von nah und fern, auch unsere Gäste. Ich habe ja auch nicht groß was vorbereitet, einen unleserlichen Zettel. Ich hatte nämlich, es war jetzt keine Desertion oder versuchte Karnevalsflucht. Ich war in Süddeutschland, bin erst vor 2 Stunden zurückgekommen. Auch in Süddeutschland muss ein bisschen Truppenbetreuung gemacht werden, ein bisschen Mikropolitik und so weiter und so fort. Und ich hatte da auch ein gewisses Erlebnis, ich sage es nicht Erweckungserlebnis, ich wollte ja eigentlich mit Karneval oder Fastmach jetzt diesmal mal Pause machen, nicht so viel zu tun haben, aber es hat sich gestern so ergeben, dass in Gengenbach, das ist bei Offenburg, noch der Kehraus war, also so eine Vorstufe vom Aschermittwoch, und da war richtiges Brauchtum aufgeführt auf dem Marktplatz, Fachwerkhäuser und so weiter und so fort, alles hochbrennbar, da war ein Riesenbaum aufgeschichtet, Tannenbaum mit anderen Bäumen draufgeschmissen. Das brannte lichterloh. Es war ein Funkenstieben wie sonst was, die auch runterkamen. Und die alemannischen Hexen, die sprangen da durch das Feuer, große und kleine, junge und alte. Und das war also Volkstum, wo keine Korane verteilt worden sind und auch andere Aspekte ausgeblieben sind. Und da dachte ich, Mensch, da ist es schon klar, dass unsere, ja, Grenzschutz nennt sich ja nicht mehr Bundespolizei, die kann an den Grenzen nichts machen. Die Bundeswehr, die darf auch nicht im Inneren eingesetzt werden, eigentlich auch nicht im Äußeren. Aber wenn wir an die Grenzübergänge 1-2 alemannische Fastnachtshexen stellen würden, also ich glaube, das hätte die Wirkung, die Alternativen bzw. die anderen Standardmittel in den Schatten stellen würden, vielleicht effektiv was ausrichten könnte. Des Weiteren hat ja jeder, der das Autoradio nicht ausgeschaltet gelassen hat, mitgekriegt, dass unsere politische Konkurrenz sich jetzt wieder Mut macht. Ja, der politische Aschermittwoch der großen Parteien findet ja überall statt. Und da hört man solche Sprüche wie von der CSU, ich weiß nicht, Söder wahrscheinlich, dass die CSU ja das Original ist und AfD und so weiter. Das ist ja alles nicht so. Ja. Also ich sage, hier zu dieser Partei, wie bei allen, da habe ich immer so einen Refrain im Kopf, die sich als bürgerliche Parteien verkaufen, obwohl sie Jahre und Jahrzehnte lang keine bürgerliche Politik für die Normalbürger gemacht haben. Ja? Also wenn alle diese Parteien, zum Beispiel die CSU, eine bürgerliche Partei ist, wieso macht sie denn keine Politik für die Bürger? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. CSU, CDU, der Herr Spahn, ja, eine von den fragwürdigen Hoffnungen, von den, naja, das Kastratenproblem stellt sich da nicht, von wegen Merkel hat alle weggebissen und so weiter. Wie auch immer, ja, spricht den seinen Mut zu. CDU, wir müssen keine Angst haben vor diesem bösen Onkel mit der Hundekrawatte. Das war ein böser Onkel mit der Hundekrawatte. Also unsere Partei besteht weder aus bösen noch guten Onkels mit und ohne Hundekrawatte. Ob es mehr als eine ist, ist auch egal. Aber wir Abgeordnete, wir Delegierte, die wir nicht nur in dem Plenum, sondern im Ausschuss, großen, kleinen Ausschüssen in internen und externen Sachen, genau dieses Zerrbild von bürgerlichen Parteien, die jahrzehntelang keine bürgerliche Politik mehr machen, vor uns haben, wir sind sozusagen selbsterzogen und scharf dressiert auf den Unsinn, der uns als Normalität verkauft wird. Ja, scharf dressiert bzw. selbsterzogen. Den meisten von uns hat man nichts einflüstern müssen, via Parteiprogramm oder sonst was, sondern die sind als normale Bürger oftmals mit dem fachlichen Hintergrund dazu gekommen, diese Scheinnormalität in Frage zu stellen, und am Ende war man in einer Partei, wo Normalität und Normalisierung auf dem Plan steht und nicht Fortsetzung der Verrücktheiten. Und so finden sich die Leute da zusammen, und deswegen ist Dressieren hier das falsche Wort. Es ist eine Selbsterziehung, und wir sind scharfe Hunde, scharf auf den Blödmann dressiert. Ja? Den Blödmann und die Blödfrau, die den Mist seit Jahrzehnten verzapft, der uns in diese Lage gebracht hat, und da greifen wir zu. Ob Wade oder andere Körperteile, ja, das müssen die sich gefallen lassen. Haben wir uns teuer genug erkauft, und sie sich auch. Ja.
So, und bei den Grünen, die anderen spare ich mir gleich von, ich glaube, es waren die Grünen, vielleicht war es auch SPD oder Linke, das kann man eh nicht so groß unterscheiden. Ja? Was war da Trumpf, die große Ereiferung, als ob die Leute keine größeren Probleme hätten in den deutschen Städten, groß und klein, als die Abgaswerte von was auch immer, ja, also diese völlige Unfähigkeit der Problempriorisierung, ja, diese alle als bürgerliche Parteien daherkommen, dann ob es CSU, CDU sind, angeblich sind die Grünen ja auch so, ja, mal eine bürgerliche Partei gewesen oder wollten es werden, ganz zu schweigen von den anderen, die auch immer noch so ein bisschen aufbeugen, wenn das alles bürgerliche Parteien wären, wieso machen sie keine Politik für den Bürger? Und die verrückte Situation, die wir jetzt haben in Berlin, dieses Theater, was jetzt nicht beendet wird, sondern sich fortsetzt in verdünnter oder verdickter Form, ja, wir haben eigentlich eine bürgerliche Mehrheit. Wenn diese Parteien unabhängig von ihren Parteifarben, Traditionen, Dogmen etc. tatsächlich sach- und problembezogene Politik machen wollten, dann könnte jedwede Minderheitsregierung in diesen Dingen, die uns unter den Nagel und Nägeln brennen, bürgerliche Politik machen und hätte eine Mehrheit. Ja? Priorisierung der Dinge, es fängt an mit dem Grenzschutz und so weiter und so fort und es fängt keinesfalls an mit irgendwelchen Abgaswerten und hört auch nicht damit auf. Ja? Das könnte gemacht werden, es wird aber nicht gemacht. Und egal welche und wann irgendwelche Neuwahlen dazu kämen, diese nicht bürgerlichen Parteien, die auf dem bürgerlichen Etikett reiten und uns als unbürgerlich verteufeln wollen, also diese Entzauberung, die muss jeder geneigte Hörer und Leser von Zeitungen, von was auch immer, von all diesen Medien selbst treffen. Diese Unterscheidung, was eine bürgerliche Partei ist, was eine bürgerliche Politik ist und wer seinen Kredit verspielt hat und wer noch nicht, wann auch immer irgendwelche Neuwahlen sein werden. Ja? Also die Problempriorisierung, das ist unser Markenzeichen und früher oder später werden wir damit durchdringen. So, also nochmal zum letzten Mal der Refrain, wenn all diese angeblich bürgerlichen Parteien wirklich bürgerliche Parteien wären, warum machen sie dann keine bürgerliche Politik, sondern nur die AfD? Weil die AfD... Weil die AfD die einzig bürgerliche Partei ist, die noch dazu ihren Kredit noch nicht verspielt hat. Und Punktum. Ja. So, und dann leite ich über zu unseren geschätzten Gästen. Der Herr Klonowski ist mir aus der sozialen Medienwelt bekannt, sein Blog, sein Logbuch. Also er ist ein homme de lettres, wunderbare Sprachbeherrschung und geistvolle Zeitgeistkritik und Analyse, was man heutzutage in Deutschland oft vergeblich sucht. Und der Herr Junge, noch als Fraktionschef, wir haben jetzt hier im Westen schon das Problem der Ungnade, nicht unbedingt später oder zu früher Geburt, sondern der Ungnade der Geografie. Ja? Also wenn Sie jetzt hier wären als Fraktionschef eines östlichen Landesverbandes aus den neuen Ländern, dann hätte ich mit einer Wahrscheinlichkeit, könnte ich jetzt den zukünftigen Ministerpräsidenten eines solchen Landes ankündigen. Ja? Im Westen wird der Anlauf vielleicht noch ein bisschen länger sein. Ja? Und auch ein AfD-Ministerpräsident, egal wie klein das Bundesland wäre und egal wie es heißt und so weiter und egal welche Skandale vorher, während und nach seiner Amtszeit kämen und behauptet werden, das wäre ein Schlüssel, um das ganz praktisch zu machen, was wir jetzt im Bundestag nur grob können, nämlich wirklich über die Landespolitik den einen oder anderen Spuk beenden. Ja, und das hatte in homöopathischer Dosis der mittlerweile geschasste und zu Recht vergessene Wulff gemacht in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident, so ein bisschen homöopathischen Widerstand geleistet, der für die damalige Zeit schon recht bemerkenswert war. Nämlich ein Ministerpräsident kann in dieser unsäglichen Kultusministerkonferenz, die uns eingebrockt hat, Rechtschreibreform, Genderei, Inklusion etc., kann er Nein sagen. Ja, und der Bundespräsident, welches Bundeslandes auch immer, beziehungsweise der Ministerpräsident der AfD, kann diesen Spuk der Kultusministerkonferenz beenden. Darüber hinaus sind auf der Landesebene auch ein paar andere Sachen anzustoßen, die auf den Bund durchgreifen. Und wie gesagt, vielleicht wird es nur etwas länger dauern, aber ich sage schon mal, einer der künftigen
Ministerpräsidenten eines westlichen Bundeslandes könnte unter uns weilen. Dankeschön. Ja, meine Herren, herzlichen Dank für diese Einführung, die ich natürlich gerne aufnehme. Und wenn Sie mir den Ball zuwerfen und sagen, Ministerpräsident, wissen Sie, als ich junger Feldwebel war, da fragte mich nach dem Feldwebellehrer mein Chef, sag mal, willst du denn mal werden? Da habe ich gesagt, ich will Hauptmann werden, Herr Hauptmann. Ich bin es geworden. Dann fragte man mich, ob ich denn auch mal Ambitionen hätte, mehr zu werden. Sagt, ja, ich will Oberstleutnant werden, ich bin es geworden. Als ich vor kurzem gefragt worden bin, was glauben Sie denn, was 2021 in Rheinland-Pfalz der Fall sein wird, da wird Uwe Junge Minister. Man muss die Ziele hochstecken. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, es war sehr wechselhaft, aber immer aufstrebend, nicht steil, aber stetig, dass man die Ziele sich setzen muss, die erreichbar sind. Aber sie dürfen nicht zu niedrig sein. Und ich glaube, wir sind mit unserer AfD auch genau auf dem richtigen Weg. Der Weg ist steil. Achtung, dürfen die Bodenhaftung nicht verlieren. Und wenn Sie sagen, ja, wir werden zukünftig mehr Verantwortung übernehmen dürfen, dann heißt das aber auch müssen. Und das ist eine Riesenverantwortung. Und das müssen wir mit unserem Personal auch entsprechend hinterlegen. Meine Damen und Herren, populistischer Aschermittwoch in Bergisch Gladbach. Als diese Einladung kam, sagte mein Sekretär sofort, Herr Junge, da müssen Sie hin. Und ich sage, ja, warum? Ja, erstens, Sie sind ein Populist. Und zweitens, können Sie doch mal abweichen von dem, was Sie im Landtag immer machen. Das ist ja mein Credo, zu sagen, ich bin und wir sind hart in der Sache, aber wir sind moderat im Ton. Ich möchte heute Abend in verschiedenen Passagen mal ganz bewusst nicht moderat im Ton sein. Liebe Freunde des ehrlichen Populismus, Freunde der Wahrheit und entschiedene Feinde der Deutschlandhasser. Ich freue mich sehr über die Einladung des ja schon jetzt legendären und traditionellen populistischen Aschermittwochs hier im Bergischen Land im Wohnzimmer, im Übrigen von Wolfgang Bosbach. Auch das hat mich natürlich gereizt. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass er vielleicht hier irgendwo sitzt, vielleicht da oben irgendwo. Ja. Also ich mag den Kerl richtig gerne, ich glaube Sie auch. Denn ich schätze ihn sehr und es tut mir auch leid, dass er leider es nicht schafft, aus diesem Merkel-Wahlverein endlich auszutreten. Ich bin dieser Einladung auch sehr gerne gefolgt, gibt sie mir doch die Gelegenheit, als gebürtiger Niedersachse, immerhin mit einer Kölnerin verheiratet, seit 34 Jahren, gelingt auch nicht jedem, und ist nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst meiner Frau. Und würde ich auch sagen, wenn sie jetzt hier sitzen würde. Und damit natürlich dem kölschen Karneval emigriert, ja eigentlich schon assimiliert. Hier mal frei von der Leber weg, der rot-grünen Mischpoke, frei nach Frau Nahles in die Fresse zu gehen. Die Mainzer Fasnacht, das muss ich allerdings zugeben, ist dagegen schon ziemlich schwer zu ertragen. Und das ist nicht erst nach der vorletzten Sendung von Mainz Blatt Mainz, wie es singt und hetzt. Es ist doch gerade jetzt für uns alle sehr wichtig, die unfassbaren Dinge unserer Tage, und Sie haben das ein oder andere angesprochen, ab und zu auch mit Humor zu betrachten, sicher gelegentlich auch mit Galgenhumor. Und dennoch, Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. Bisschen enttäuscht bin ich, dass hier die Antifa nicht da ist. Ja? So, ich habe eigentlich immer ein ganz gutes Zugpferd, die Antifa zu mobilisieren. Ja? Junge, komm bald wieder, Junge, geh weg, ja, oder mit Pickelhaube und so, das hat die richtig gereizt. Ja? Und mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann rufe ich diesen Jugendlichen dann immer zu, ich gehe auch manchmal hin, die Polizei mag das nicht. Ich liebe die Polizei, ich habe sehr gut als stellvertretender Leiter des Innenausschusses in Rheinland-Pfalz, habe ich natürlich auch ein besonders gutes Verhältnis zur Polizei und als ehemaliger Uniformträger natürlich auch. Und dann gehe ich immer ganz gern dahin, was die Sicherheitskräfte nicht so gern haben und sage dann denen, sagt mal, Jungs und Mädels, ruft denen dazu, ihr demonstriert genau für die Leute, die gerade dabei sind,
eure eigene Zukunft zu verschleudern. Wie blöd ist das eigentlich? Und dann gucken Sie mal ganz betreten. Wir müssen unbeirrt weitergehen. Politik machen für das eigene Volk und nicht an der Realität verzweifeln, sondern die Realitäten für unsere Kinder, und dafür tun wir es, zum Guten verändern. Und koste es unsere Freiheit oder unser Leben. Jetzt gilt es zu handeln, meine Damen und Herren. In ein paar Jahren ist für uns alle Aschermittwoch und alles vorbei. Meine Erfahrungen aus dem Mainzer Politikbetrieb ähneln sehr dem im Deutschen Bundestag. Und wenn ich höre, was da im Deutschen Bundestag für Erfahrungen gemacht werden, sage ich, Leute, das kenne ich seit 2 Jahren. Aber es wird natürlich über den Bundestag ganz anders verbreitet und ganz anders wahrgenommen. So sehr wir über die Dinge uns auch lustig machen, so sehr wir uns manchmal auch im Kleinen-Kleinen verbeißen und so oft wir uns auch sagen, naja, ach, sowas ist ja völlig abwegig, was dort behauptet wird. So schlimm kann es ja eigentlich gar nicht werden. Oder, wie man hier vielleicht sagt, es ist schon immer gut gegangen. Das, was jetzt mit unserem Land passiert, ist eine Fahrt ohne Rückfahrkarte. Eine schiefe Ebene, die im Abgrund endet. Ein Desaster zum Schaden des deutschen Volkes, meine Damen und Herren. Und ich meine, so viel beachteten Tweet, der auch in der Bildzeitung kam, immerhin, da muss man es erstmal reinschaffen. Ich meine den Tod ernst. All jene, die mittelbar oder unmittelbar für dieses Verbrechen, und so nenne ich es auch, für dieses Verbrechen am deutschen Volk Verantwortung tragen, werden eines Tages vor dem Wähler, vor ordentlichen Gerichten, der Geschichte und vor allem vor unseren Kindern und Enkeln zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ich bin im Ältestenrat richtig schwer angegangen worden. Die Grüne sagte, Herr Junge, ich fühle mich von Ihnen bedroht. Sag ich, gut ist das. Gut ist das. Ich bedrohe Sie nicht persönlich. Aber ich drohe Ihnen tatsächlich an, dass dieses Volk es sich hoffentlich nicht gefallen lässt, so wie Sie mit ihm umgehen, ohne zu fragen. Und auch nur im Geringsten nachzufragen, ob das, was Sie da veranstalten, und da spreche ich ja nicht nur von der völlig irrsinnigen, ungeregelten Zuwanderung, sondern von vielen anderen politischen Handlungsfeldern, wo Sie ähnlich oder genauso verantwortungslos agieren. Aber ich wollte ja ein wenig von den Lach- und Sachgeschichten, auch von den Absurditäten aus Mainz berichten. Den Schulz ist überall. Ein besonderer Kollege ist mein Kollege Innenminister Roger Lebens, denn als Innen- und Sicherheitspolitiker bin ich ja sein natürlicher Gegner. Und während die AfD für das Leistungsprinzip steht, steht die SPD und unser Roger mit seinem tadellosen Parteibuch eben für das Versorgungsprinzip. Motto, gut ist, was mir, was der SPD und dem roten Filz nützt. So wundert es nicht, dass Roger nur wenige Qualitäten im Bereich der Betriebswirtschaft hat. War aber mal ein kleines Licht beim Bein. Früher hieß das BWB, bald wird es besser, ne? Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Jetzt kümmert er sich auch federführend um den Verkauf eines Flughafens. Auf dem Flughafen arbeiten in der strukturschwachen Region des Hunsrücks viele brave Menschen und noch mehr in der Umgebung, die vom Flugbetrieb tatsächlich auch leben. Roger hat überhaupt keine Ahnung von Flugbetrieb. Macht nichts. Klingt bekannt. Wenn man da an Berlin denkt, macht auch nichts. Ihr kennt ja auch genügend Beispiele in NRW, wie Sozis arbeiten und denken. Oder tun sie das überhaupt? Wenngleich sich der rote Filz nur noch und jetzt vielleicht auch durch den schwarzen Filz abgelöst wird. Bei uns kamen 2 Männer aus China an, die schon auf den ersten Blick aussahen, Entschuldigung, wie dick und doof auf Reisen. Und wollten den Flughafen kaufen. Roger, das können die Sozis ja besonders gut, mal eben Offensichtliches einfach
ignorieren, weil es eben nicht in den Kram passt, nimmt die beiden Pappnasen ernst und hofft, dass alles schon okay sein wird. So geht auch GroKo-Politik. Unter gewissenhaftem Ausschluss der Faktenlage gilt das Prinzip Hoffnung, Glaube, Vielfalt und unbedingt Buntheit. So geht auch Personalpolitik, wie wir gerade sehen. Weil aber Roger so verdammt schlau ist, lässt er sich ein Foto von einem Kontoauszug, es ist kein Witz, was ich Ihnen hier erzähle, es ist kein Witz, von einem Kontoauszug schicken. Und weil heute ja alles so easy geht, kommt er dann ganz seriös als Foto per WhatsApp auf sein Handy. Das war die Finanzierungsgrundlage für einen Flughafen. Roger sieht das Foto und denkt, boah, die sind aber reich. Da haben wir aber einen guten Fang gemacht. Denn die beiden Witzfiguren aus China sind laut dem Kontoauszug die reichsten Männer des Universums. Und lässt sich natürlich flugs pressewirksam ablichten. Und weil dick und doof nicht nur so aussehen, sondern es auch sind, stellt sich bald heraus, dass sich unter der Adresse in China ein Reifenhändler befindet, der niemals die Absicht hatte, den Flughafen herum den Flughafen zu kaufen. Macht nichts. Die Bürger um und am Flughafen herum können ruhig warten, dann verkaufen wir den Hahn eben an den nächsten Chinesen. Gesagt, getan. HNA ist der neue Heilsbringer. Mal sehen, ob die Hoffnung hält. Die Menschen von Ort, den Menschen vor Ort würde ich es wirklich gönnen. Macht nichts. Ist scheinbar auch das Motto der Politik-Clowns, wenn es um das eigene Einkommen oder um irgendwelche dahergelaufenen angeblichen minderjährigen Typen aus aller Welt geht, die unsere Mädchen angrapschen, vergewaltigen und abschlachten. Macht selber schuld. Nein, ihr Willkommensrufer, ihr naiven Gutmenschen, die fetten Gewinne einstreichende Asylindustrie, ihr seid Mitschuld an immer mehr Ehrenmorden in unserem Land. Ihr habt sie gerufen, ihr habt sie reingelassen und seid auch jetzt nicht bereit und fähig, dieses elende kriminelle Pack wieder rauszuschmeißen, lieber Freund. Der eigene Bürger aber wird argwöhnisch durchleuchtet, bei jedem versäumten Knöllchen verfolgt, bei jeder kritischen Äußerung im Netz gesperrt und wie Osama bin Laden geächtet, gejagt und gnadenlos bemaßnahmt. Das ist eine Schande, liebe Freunde. Es interessiert auch niemanden. Es interessiert auch niemanden von dieser gefährlichen Clownstruppe, dass die Sozialarbeiter, die das Alter der sogenannten Minderjährigen überprüfen sollen, jünger und unverbrauchter aussehen als ihre Klienten. Es ist schon irre, wenn langbärtige Typen vom IS-Jugendclub als jugendlich eingestuft werden und auf unsere minderjährigen Mädchen in der Schule losgelassen werden. Genau so ist es. Dankeschön. Deshalb haben wir auch im Land und bundesweit gefordert, dass die Altersbestimmung von medizinischen Verfahren begleitet wird. Als wir das bereits im November 2016 im Landtag in Rheinland-Pfalz eingebracht haben, stellte sich die Integrationsministerin Spiegel hin und warf mir vor, dass ich das Alter mittels Penislänge festhalten wolle. Ich hatte das mit keinem Wort gesagt, ich schwöre es. Liebe Leute, als vierfache Mutter sollte sie doch wissen, dass es auf die Länge nicht immer ankommt. Was soll das überhaupt heißen? Ja, was soll das denn heißen? Je älter, je länger, oder was? Also, dann möchte ich bitte dafür Sorge tragen, dass mein Sohn dafür Sorge trägt, dass ich keine 100 Jahre alt werde. Es ist immer dasselbe. Ideologie schlägt Realität und es darf nicht sein, was nicht sein kann und nicht ins eigene Weltbild passt.
Eine Bedrohung anderer Art stellt die schleichende Radikalisierung des Islam in Deutschland dar. Erdogans Bodentruppen von der DITIB dürfen hier ja munter spionieren und manipulieren, werden tatsächlich als adäquate Gesprächspartner für einen Islamunterricht in unseren Schulen gehandelt. Fast 1000 islamistische Brückenköpfe, wie ich die DITIB-Moscheen nenne, aus Ankara gesteuert und bezahlt, verbreiten ihre fanatische Irrlehre Tag für Tag, werden aber auch durch unsere Initiativen endlich als Religionsgemeinschaften in Frage gestellt. Integration ist zum Kampfbegriff geworden. Ich aber sage Ihnen, je mehr Illegale und Kriminelle wir abschieben, umso weniger müssen wir integrieren, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, der Islam ist, und ich könnte über den Islam lange, lange sprechen, ich habe ihn sehr intensiv studiert, zu einem Zeitpunkt 2001 an der Führungsakademie der Bundeswehr, eine Seminararbeit geschrieben über den Islam in Deutschland, aber ich habe ihn natürlich dann wirklich kennengelernt in Afghanistan. Seine fundamentale aus und seine gefährliche aus. Und damals, beim ersten Mal schon, habe ich gedacht, naja, der Struck war ja kein schlechter. Wie habe ich das jetzt betont, richtig? Er war kein schlechter. Aber so richtig habe ich ihm das nicht abgenommen. Hindukusch, Deutschland wieder im Hindukusch verteidigt, habe ich so nicht glauben wollen. Ich muss aber sagen, nach meinem zweiten Einsatz oder während meines zweiten Einsatzes in Afghanistan in Kunduz, habe ich irgendwann dann doch gedacht, so schlecht lag der Mann. Ich kämpfe doch lieber gegen einen fundamentalen Islam, gegen den Terrorismus, 8000 Kilometer entfernt von zu Hause, als hier auf der Domplatte. Liebe Freunde, der Islam ist mit unserem freiheitlichen Gesellschaftsmodell nicht kompatibel. Er hat weder historische noch kulturelle Wurzeln in unserem Land und ich sage das aus voller Überzeugung, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir führen in der Debatte, auch in der Kritik gegenüber der GroKo oder anderen, immer wieder so an zweiter oder dritter Stelle die innere Sicherheit an. Die innere Sicherheit ist aber der entscheidende Punkt. Ich habe zuletzt in Afghanistan gelernt, dass die unabdingbare Grundlage für jedes gesellschaftliche Leben, für jede soziale Errungenschaft immer das Gefühl der inneren Sicherheit, inneren und äußeren Sicherheit ist. Ohne die Befriedigung dieser Primärbedürfnisse ist alles andere sekundär. Diese innere Sicherheit ist aber in größter Gefahr. Meine Damen und Herren, wenn ich den Eltern von afghanischen Bauern klar machen wollte, ihr müsst auch eure Mädchen in die Schule schicken. Wir haben extra eine Mädchenschule gebaut, da drüben, nicht weit entfernt. Dann sagen die, ja, würde ich ja eigentlich ganz gerne tun, aber die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Ich weiß nicht, ob mein Mädchen wieder zurückkommt. Bei denen war das die Grundlage, jahrhundertelanger Krieg, die Angst, die permanente Unsicherheit. Und bei uns fängt es an, sich einzuschleichen, diese Angst. Wenn unsere Frauen und Mädchen nicht mehr frei weggehen, wenn sie sich anfangen umzudrehen, wenn sie durch die Stadt gehen. Ich meine, ich mache es mittlerweile auch. Ich gehe mittlerweile durch Mainz, ja, wie ich früher durch Kunduz kam. Allerdings ohne Waffe. Dann stimmt etwas nicht im Staate Deutsch. Dann ist etwas schief gegangen. Es ist schon Ironie, wenn man über Jahre hinweg eifrig dafür sorgt, dass wir bundesweit 10.000 Polizisten zu wenige haben, aber sich dann darüber freut, dass es dadurch zu weniger festgestellter Kriminalität gekommen ist. Obwohl die Kriminalität de facto mit zunehmender Zuwanderung deutlich gestiegen ist. Das hat nun mal die Kriminalitätsstatistik klar ergeben. Das wiederum soll sich positiv auf die Gerichte auswirken. Das hat unser Justizminister tatsächlich gesagt. Ja. Hat mir einen Ordnungsruf eingebracht auf das, was ich dann da reingerufen habe. Soll sich positiv auf die Gerichte auswirken, die sich nun voll und ganz mit den unberechtigten Einsprüchen der abgelehnten Asylbewerber beschaffen können.
befassen. Das ist krank. Aber das ist rot-grüne Denke und noch gesellschaftsfähig, meine Damen und Herren. Noch. Wir arbeiten daran, dass es als das erkannt wird, was es ist. Fahrlässig und pflichtvergessen gegenüber unseren Bürgern und unseren Kindern. Macht aber nichts und deshalb verwundert es auch nicht, dass die Altparteienpolitiker so gar nichts gegen die sich immer weiter ansteigenden Parallelgesellschaften unternehmen. Im Gegenteil, wenn die GroKo tatsächlich kommt, werden mit den 220.000 garantierten Zuzügen, es ist ja jetzt garantiert, wir warten ja nicht darauf, dass vielleicht nur so viel kommen, sondern wir sagen, jetzt können 220.000 reinkommen, ja, kein Problem. Und dem fatalen Familiennachzug dauerhaft nicht etwa die Integration gefördert, sondern genau diese Parallelgesellschaften ja ausgebaut und die Asylgesetze als Einwanderungsgesetze weiter missbraucht werden. Das ist das Gegenteil von Integration, meine Damen und Herren. Und wenn diese Pharisäer die Entwicklungen mal zu Ende denken würden, sich die jüngsten Bildungsstudien ansehen würden, wonach unsere Viertklässler nicht lesen, rechnen und schreiben können und gleichzeitig jedes Jahr 100.000 deutsche Leistungsträger das Land verlassen, aber wir gegen den regelmäßigen Zuzug von Analphabeten weiter fördern, dann sollte doch jedem klar werden, dass sich dieses Land nicht nur selbst sukzessive aufgibt, sondern wir auch im selben Maße verblöden und uns dem niedrigen Niveau der muslimischen Länder nach und nach anpassen, meine Damen und Herren. Und das ist nicht bunt. Das ist nicht bunt. Und wer in diesen Ländern bereits war, der weiß, dass es da nur staubig, dass es grau und dass es grausam ist. Früher importierten wir PS-Boliden aus den USA, Rindfleisch aus Argentinien oder Öl aus dem Mittleren Osten. Heute fördern wir den Import von Analphabeten, Antisemitismus, Intoleranz, Ehrenmorde, vergessene Krankheiten und millionenfache Kriminalität aller Art. Der Bildungsstand, die Kriminalitäts- und die Gesundheitsstatistik vergessen viele. All jene gehen ja auch in die Gesundheitsversorgung hinein, sprechen Bände. Das Niveau sinkt zum Schaden des deutschen Volkes auf allen Gebieten. In manchen unseren Städten ist man augenscheinlich in der Minderheit und ein gefühlter Fremder im eigenen Land. Sie beginnen uns ihre Regeln in unserem Land zu diktieren und diktieren zu wollen. Und diese rot-grüne Bande gibt demütig nach und die CDU ist nicht besser. Und wenn Frau Klöckner im Landtag dann diese Entwicklung bedauert, da entgegenstehen will, dann ist sie völlig echauffiert, wenn ich ihr sage, sie sitzt dann im Landtag genau vor mir. Sie als Speichelleckerin dieser Merkel, sind die Verursacher und beklagen jetzt das, was sie selbst verursacht haben. Wie unglaubwürdig ist das? Für die Ergebnisse werden uns unsere Enkel, und das sage ich gern auch mal Familien, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal so gegangen ist, dass Familien an Infoständen zwar immer mehr zu uns kommen, aber auch eine Zeit lang auch mit kleinen Kindern einen großen Bogen um uns gemacht haben. Obwohl genau wir diejenigen sind, die ja für die Familie, gerade für die Familienpolitik, uns besonders einsetzen. Und dann sind sie völlig geschockt, wenn ich dann diesen jungen Menschen dann sage, diese Kinder, ihre Kinder, werden sie eines Tages für das, was sie jetzt unterstützen, verfluchen. Und dann sind sie völlig ratlos und gehen verstört von dann. Macht aber nichts. Solange wir tolerant sind, ist alles in Ordnung. Und weil ja alles in Ordnung ist und man sich so verdammt sicher ist, alles richtig zu machen,
hat man sich auch die Diäten mal ganz schnell freigebig und großzügig selbst erhöht. Angesichts der gezeigten Leistungen, auch gegenüber unseren Bürgern, eine bodenlose Frechheit. In Berlin steht derweil das Märkische Kartenhaus oder auch House of Cards, wer diese Serie mal gesehen hat und kennt. Was nur ganz wenige wissen, auch die AfD-Bundestagsfraktion nicht. Ich war ja in Berlin. Jetzt bist du ein bisschen Karnevalist. Ich war ja in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen dabei, unauffällig, wie ich nun mal bin, völlig unerkannt, weil alle damit beschäftigt waren, ganz fest an sich selbst zu denken. Da habe ich beobachtet, wie zu Beginn ein unansehnlicher Mann, Marke, Abnormitätenshow, seine widerliche Plauze an den Sicherheitsleuten vorbeischob und äußerst angespannt wirkte. Es war Peter Altmaier, genannt der Sekretär. Ein weiterer Mann mit gebeugter und gebeutelter Haltung, Marke Rosttäuscher, mit Krämerblick, ungewollter Tonsur und schief sitzender Brille, folgte ihm in das Gebäude. Martin Schulz, Deckname The Train, die Träne. Jetzt kommt der Satz, der morgen in den Medien steht. Ja? Ich mache immer einen und suche ich mir raus, dann bestimme ich lieber selber, ja, als dass die anderen es tun. Ja, ich weiß, ist zu schweigen. Ja, genau. Ja, also die Träne. Das ist der, wo die Tochter von Sigmar Gabriel gesagt hat, Papa, das ist doch der mit... Ja, genau, das ist der, der im Gesicht so gepflegt aussieht wie ein Bär um die Eier nach dem Waldbrand. Walter. Armin Laschet, den kennen Sie alle. Armin Laschet, der kleine Hobbit, folgt den beiden in Demutshaltung, wie es einem perfekten Opportunisten und Speichellecker ansteht und sucht verzweifelt das Merkel. Dann dachte ich mir, es muss ja jetzt irgendwann mal die Stunde der Frauen schlagen. Tatsächlich Julia, die gealterte Weinkönigin, mit aufgesetztem Blendax-Lächeln und meist zu engem und zu kurzen Röcken, die immer dann versagt, wenn es drauf ankommt, drängelte sich vor die Journalistenschar und gab ein Statement ab, das eigentlich keiner hören wollte. Die Nahles, die sich entweder vor Wahlen drückt oder sie dann auch verliert und seit ihrer Juso-Zeit jedem weiteren Entwicklungsschritt zielsicher umgangen hat, Bätschi immer auf die Fresse, sage ich da nur. Peinlicher geht's wirklich nicht mehr. Und dann betritt Horsti aus Bayern, der immer wie ein Tiger, Sie haben Löwe gesagt, der immer wie ein Tiger abspringt, dann wie ein Bettvorleger landet das Parkett, gefolgt von ihr, der alternativlosen Margot Honecker-Merkel. Im Verhandlungsraum schaut die Träne Schulz gelangweilt auf seine zwei Verhandlungspapiere, flankiert von Nahles, die einen verwirrten, aber einen eher doch gewohnt hysterischen Eindruck machen. Gegenüber saßen Margot Merkel in unbeobachteten Augenblicken mit verdrehten Augen an den Fingernägel kauend, ihr kleiner Hobbit mit aufgeregtem Blick nach seiner Margot Ausschau haltend und natürlich die Weinkönigin Julia mit ihrem nervigen Dauergrinsen. Bettvorleger Horst, immer wieder geschüttelt von irrem Gekicher, und seinem eifernden Spießgesellen Söder saßen am Katzentisch und spielten Doppelkopf. Jetzt wird verhandelt, 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 verhandelt. Ein bisschen Obergrenze, die so nicht heißen darf, Familiennachzug, naja, ist klar, ein bisschen Pflege und Soziales darf auch nicht fehlen. Außensicherheitspolitik ist im Übrigen kein Thema. Klar, ist ja auch nicht so einfach. Wenngleich das Amt des Ministers doch interessant werden soll. Ja, nee, ist klar. Wenn Interessierte oder Interessierten, wen interessieren schon Themen? Posten, liebe Freunde, sind da doch viel, viel wichtiger. So auch das ungeliebte
Verteidigungsressort. Motto von Flintenuschi: Ist der Ruf mal ruiniert, regiert sich dann doch völlig ungeniert. Kika statt Panzer, tief bohren statt treffsicher schießen, lieber schwul als tapfer. So wird das nichts mehr, liebe Freunde, mit der Kampfkraftsteigerung. Wer will dann schon noch an Kampfkraftsteigerung glauben? Und wer will schon kämpfen können? Make love, not war. Wir kennen das. Erste Einträge der Grünen werden wohlwollend geprüft, das hässliche Feldfleckentarn gegen ein weltoffenes Rosa einzutauschen. Und statt kaltem Stahl lieber flauschige Wattebällchen an den Feind zu bringen. Leute, ich war gern dabei. Fast 40 Jahre, das ist vorbei und es ist gut. Warum man überhaupt verhandelt, wissen scheinbar nur die Beteiligten. Nach gefühlten 1000 Jahren Merkel weiß der Rest der Republik, die Raute des Grauens macht vermutlich weiter wie bisher. Die letzten Hoffnungen, wer hätte das gedacht, liegen nun bei den 14-jährigen Himbeertonis und Brausepaulis in der Partei und den vereinnahmten Nichtdeutschen der vielgerühmten SPD-Basis. Plötzlich wird die geschäftige Atmosphäre in diesem Verhandlungsraum jäh unterbrochen. Ein lautes Quietschen dringt durch den Raum und alle blicken erwartungsvoll zur Türe. Sollte da etwa die Kaviarschnittchen, auf die der Euromillionär Schulz bestanden hatte, verfrüht gereicht werden? Nein, weit gefehlt. Es war die Nahles, die eingenickt war und nun pfeifend und quietschend ein- und ausatmete. Die Sondierungen, also die zum Essen planen, die Sondierungen waren zwar hart verhandelt worden, aber zu einem für alle Beteiligten erfreulich schnellen Ende gekommen. Die Twitter-Königin Julia, die alles sorgsam protokollierte, fiel sofort ein, dass die Schnittchen ja erst zwischen dem Frühstück um 9 und dem Currywurst-Imbiss um 11 geplant waren, auf denen der kleine Hobbit bestanden hatte, um die Wartezeit zwischen den Mahlzeiten ein wenig zu verkürzen. Die 250 Kilo Saumagen zu Mittag hatte die Weinkönigin eigens bei der Hausauflösung des Ex-Kanzlers Helmut Kohl gesehen und für ihre treuen Dienste vererbt bekommen. Da gibt es aber, das rief sie laut, das gibt es aber erst um 12, Herr Altmaier, der schon bei dem Gedanken daran seine wohlgeformten Lippen spitzt. Die Verhandlungstage werden schließlich von einem Drei-Gänge-Menü abgerundet. Man ist ja nicht kleinlich, also sich selbst gegenüber in erster Linie und arbeitet ja auch hin und wieder sehr hart gegeneinander. Margot Merkel fand das durchaus gerechtfertigt, als sie sich nachts ins Bett legte, die Hände wie zum Gebet zur Raute faltet, die eingerissenen Nägel schmerzen noch ein wenig und an die gute alte Zeit in der SPZ dachte und friedlich, leider nur temporär, einschlief. Dort, wo sie noch als junge, von äußerer Durchschnittlichkeit gezeichneten SED-Funktionären alle Kaderschulen durchlaufen hatte und bereits da den falschen Spruch vom geliebten Ziehvater, den Sozialismus in seinem Lauf, fällt weder Ochs noch Esel auf, viel griffiger in eine genauso falsche, wir schaffen das, umgedichtet hatte. Fortsetzung folgt, ich fürchte, die Posse ist noch lange nicht zu Ende. Zum Abschluss zitiere ich aus dem Strafgesetzbuch, meine Damen und Herren. Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und so weiter und so weiter. Vor diesem Hintergrund der Nötigung trage ich Ihnen Folgendes vor und schicke einen Gruß nach Mainz zu den Kollegen vor Ort. Mit diesem kleinen Politikgedicht. Das Folgende muss ich nun sagen, ohne Murren oder Klagen. Die Mainzer haben mich verpflichtet, dem komme ich nach. Später wird gerichtet. Jedes Jahr dasselbe Spiel, die Leute haben nichts und wollen viel. Derweil hat jede Angst und Kummer, denn die Politik befindet sich in tiefem Schlummer. Protest, Rufe und Gemache, ei, was machen die für Sachen. Das packt das Schlimme, manche schimpfen und damit sie normale Leute verunglimpfen. Ein neuer Wind im Landtag weht, den Bürgern und Menschen nun die AfD zur Seite steht.
Grüne, SPD, Union und Liberale befinden sich auf der Abwärtsspirale. Die GroKo wird es machen gut. Die SPD verschwindet dann in einem Zauberhut. Merkel bleibt uns derweil noch erhalten und im Land bleibt alles noch beim Alten. Der Rautenzauber nun geht weiter, langsam ist es nicht mehr heiter. Bei dem Gedanken an uns machen sie sich nass. Ich sag euch, sie schaffen das. DITIB, Hahn und GEZ, damit gehen sie beruhigt ins Bett. Wir schaffen das, ist längst gescheitert und verhallt. Sie treiben es doch, bis es knallt. Die Bildung ist kaputt gemacht, die Kommunen im Lande ächzen und kracht. Das Volk, das wollten sie nicht hören. Bei Wahlen müssen sie es dann spüren. Die Diäten haben sie sich selbst erhöht, schnell und heimlich, damit es keiner hört. So geht's mit uns eben nicht. Wir bringen es ans Tageslicht. Die Zeichen der Zeit haben sie aber nicht erkannt. Eine Regierung haben wir noch immer nicht im Land. Doch eines weiß ich ganz gewiss, vor uns, da haben sie den meisten Schiss. Durch die Plenarsäle, wir die Altparteien werden jagen. Den neuen Ton, sie jetzt müssen wohl ertragen. Der Bundestag ist nicht mehr ihr Schlafabteil. Und unsere Abgeordneten einen donnerten Weitband ein. Liebe Freunde, ich hoffe, Sie verzeihen mir diesen Ausflug in die Mainzer Fasnacht, aber manchmal bringen Sie es doch ganz nett rüber. Mit der AfD ist die Demokratie in unsere Parlamente zurückgekehrt. Wir werden dieses Jahr noch 2 weitere Parlamente erobern und dann alle 16 und den Deutschen Bund. Der Bürgerwille hat wieder eine Stimme. Eine Gegenstimme, die sich nicht mit Halbwahrheiten und moralischem Geschwätz zufrieden gibt. Kämpfen wir also dafür, dass in unserem Land die so hart erarbeitete Freiheit, der relative Wohlstand und die stabile Sicherheit bewahrt bleibt und wir diese Errungenschaften wie ein Vermächtnis an unsere Kinder und Enkelkinder weitergeben können. Das ist jetzt unsere historische Mission. Liebe Freunde, steht auf, wenn ihr Deutsche seid. Setzt euch mit mir für ein freies, souveränes und aufrechtes Land in der Mitte Europas ein, in dem unsere Kinder in Freiheit und Demokratie wirklich gerne leben wollen. Steht zur Alternative für Deutschland, steht zur einzigen Opposition im Land, die AfD. Gott schütze unser Vaterland. Dankeschön. Herr Junge, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre heiteren und teilweise auch nachdenklichen Worte. Es ist wie immer eine Freude, Ihnen zuzuhören. Und Sie sind auch heute wieder Ihrem Ruf als Haudegen, der Sie nun nicht mehr als Offizier, sondern im Landtag sind, wo Sie unsere Interessen und die der bürgerlichen Gesellschaft vertreten. Diesem Ruf sind Sie heute auch wieder sehr gut gerecht geworden, auch ganz ohne Pickelhaube heute. Die habe ich ja fast ein bisschen vermisst. Und insofern herzlichen Dank und bleiben Sie uns weiter gewogen, vertreten Sie uns weiter mit aller Kraft im Landtag, auf dass die Prophezeiungen wahr werden und wir auch da immer weiter zulegen und gewinnen. Und irgendwann sicherlich auch an der Regierung teilnehmen werden, teilhaben können. Und vielleicht klappt das ja mit dem Ministerpräsidenten. Ganz herzlichen Dank. Ja, wie angekündigt, liebe Freunde, darf ich einen weiteren Meister des
geschliffenen Wortes begrüßen noch einmal. Ich möchte jetzt nicht irgendwie zwischen Haudegen und Florett irgendwelche Wortspiele anfangen. Nein, aber Herr Klonowski ist uns aus dem Fokus lange bekannt und auch mit seinen sonstigen Werken als Schriftsteller. Und insofern herzlich willkommen, Herr Klonowski. Die Bühne ist Ihres. Stürmen Sie die Bühne. Grüß Gott. Ich muss den Brillenwechsel machen. Es wird unvermeidlich sein, dass es zu leichten Doppelungen kommt. Ich ändere aber die Rede nicht. Meine Damen und Herren, der Aschermittwoch ist der erste Tag der Fastenzeit. Die Fastenzeit erinnert an die 40 Tage, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte. In der Messe wird heute den Gläubigen ein Aschenkreuz auf die Stirn gemalt. Ein Ritual, was dem Menschen seine Vergänglichkeit vor Augen führen soll. Vergänglichkeit ist unser Stichwort. Die SPD und ihr Spitzenpersonal sind derzeit das am heißesten diskutierte innenpolitische Thema, schreibt Spiegel Online. Also ich habe noch niemanden erlebt, der über diese Clowns heiß diskutiert. Wenn Sie im Theater eine Komödie sehen, diskutieren Sie ja nicht, sondern Sie amüsieren sich. Über einen Martin Schulz gibt es nichts zu diskutieren. Man lehnt sich zurück und schaut vergnügt zu, wie er den Schulzzug in den Hochofen fährt. Wenn Gott Humor hat, werden wir denselben Prozess demnächst bei der Merkel-Truppe beobachten. Meine Damen und Herren, die SPD ist deswegen typisch für die politische Parallelgesellschaft in unserem Land, weil die roten Strolche zugeben, dass ihnen ihre Stammwählerschaft unangenehm ist. Sie sagen es nicht offen, aber der Wähler merkt es. Die SPD war ja mal eine erdverhaftete, kernige Malocher-Partei. Heute verzehren sich die Sozen nach der Klientel der Grünen. Sie wollen die total hippen, urbanen Gutverdiener in den Universitäten, Start-ups und Werbeagenturen ansprechen. Die Proleten, die mühevoll ihr Reihenhäuschen abstottern. Moment, das ist das ohne Kohlensäure. Ganz wichtig, sonst mache ich hier Bäuerchen. Entschuldigung. Die Proleten, die mühevoll ihre Reihenhäuschen in der Vorstadt abstottern, sind den Sozi-Funktionären peinlich. Ihre neuen politischen Themen heißen Ehe für alle, Weltklimarettung, noch mehr Einwanderer, noch mehr Multikulti, noch mehr Geschlechter, dafür weniger Heimat, weniger Familie, weniger Rechtssicherheit. Sie wollen uns verrecken, die Roten wollen uns verrecken, bunte Khmer werden. Meine Damen und Herren, liebe Andersgeschlechtliche, erinnern Sie sich noch? Erinnern Sie sich noch, was die sozialdemokratische Abgeordnete Nadine Julitz im November im Schweriner Landtag auf die Zwischenfrage eines AfD-Schwefelbuben antwortete, der sie gefragt hatte, wie viele Geschlechter es eigentlich aus ihrer Sicht gibt? Ich zitiere die vollständige Auskunft der äußerlich eigentlich erfreulich femininen Sozialdemokratin. Zitat. Es gibt Mann, Frau, es gibt jetzt das dritte Geschlecht, es gibt Menschen, die im falschen Körper geboren sind. Es ist unglaublich. Also ich lege mich da nicht fest, wie viele Geschlechter es gibt. Das liegt ja an jedem selbst. Also das ist die Natur. Ende der Durchsage. Tja, da kannst du als Satiriker und als SPD-Wähler einpacken. SPD, die Partei derer, die im falschen Körper geboren sind.
Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Ralf Stegner, ja, oder die im falschen Land geboren sind. Im Mitgliedervotum der SPD über die Beteiligung an einer GroKo dürfen auch Migranten, also ohne deutschen Pass, abstimmen. Und SPD und Grüne werden ja regelmäßig mit der Idee vorstellig, dass auch Nichtdeutsche, also Nichtstaatsbürger in Deutschland wählen dürfen, sollen. Nicht nur die deutsche Sozialhilfe, auch die deutsche Politik soll weltoffen werden. Ja. Wenn Ihre bio-deutsche Klientel Sie nicht mehr wählt, dann versucht diese zu jeder Art Verrat bereite ehemalige Arbeiterpartei eben am Staatsbürgerschafts- und am Wahlrecht herumzuschrauben. Der klassische SPD-Wähler indes firmiert längst unter White Trash. Und ich nehme an, dass hier einiger weißer Müll versammelt ist, der früher mal SPD gewählt hat. Was mich betrifft, betrachten Sie mich als weißen Sondermüll. Ja. Gewählt habe ich die allerdings nie. Ich habe nie einen von denen gewählt. Meine Damen und Herren, wer heutzutage Witze über die SPD reißen will, muss im Grunde nur mitschreiben. Und der muss sich beeilen. Das ist eine kuriose Partei. Sie wird zur gleichen Zeit eine Regierung gewählt und verschwindet. Obwohl ihre Umfragewerte in einem ähnlichen Tempo sinken, wie die Zahl der Messerattacken steigt, erhält die SPD, sofern die GroKo zustande kommt, das Außenministerium, Finanzministerium, Arbeitsministerium, Justizministerium, Umweltministerium, Familienministerium. Das dann künftig wahrscheinlich Ministerium für Geschlechtervielfalt und Familienzusammenführung heißen wird. Die Union wiederum hat ihre Wahlziele zu 100% erreicht. Merkel bleibt Kanzler. Wahrscheinlich. 44 CDU-Nein-Stimmen wären bei der Kanzlerwahl erforderlich und wir könnten endlich singen, Ding Dong, die Hexe ist tot. Aber das ist wohl nur eine Illusion. Wir werden wahrscheinlich weitere 4 Jahre lang aus Merkels Mund Preziosen der deutschen Sprache vernehmen dürfen wie: Alles, was noch nicht geschehen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist. Merkel in Frontal 21, 2014. Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser komplizierten Phase besser hinausgehen werden, als wir hineingegangen sind. Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Strafdelikte sind bei uns verboten. Merkel kurz vor der Wahl in einer TV-Fragerunde zu einer Frau, die sie auf die wachsende Zahl von Vergewaltigungen durch Migranten angesprochen hatte. Jetzt geht es doch darum, Personen Chancen zu geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mitten da drin sind. Merkel am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Man möchte gar nicht aufhören, unsere Sonnenkanzlerin zu zitieren. Meine Damen und Herren, wenn Sie auf Google humorlos eingeben, Google Bilder, dann kommt als erstes ein Foto von Angela Merkel. Und dann eine Selbsthilfegruppe Humorlos e.V. Wahrscheinlich irgendein NPD-Ortsverein. Es ist unfair, Frau Merkel humorlos zu nennen. Sie besitzt Mutterwitz, feinen Humor. Aus ihrem Munde stammen die lustigsten Vorschläge, wie die Deutschen mit ihrer unbegründeten Angst vor der Einwanderung und der Islamisierung umgehen sollen. Mehr Blockflöte spielen. Mehr arabische Länder besuchen, öfter in die Kirche gehen. Nach dem LKW-Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sprach die Kanzlerin nicht von Ermordeten, sondern von Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Frau Merkel hat eine ganze Kollektion solcher hintersinnig witziger Formulierungen auf der Pfanne. Die Menschen da draußen im Land zum Beispiel, die Menschen, die schon länger hier leben, die Menschen, die noch nicht so lange hier leben. Und was fehlt? Vielleicht die Menschen, die bald nicht mehr lange hier leben? Wer diesen subtilen schwarzen Humor nicht versteht, dem ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Können Sie sich an das Interview erinnern, das Frau Merkel auf dem Höhepunkt der Masseneinwanderung bei Anne Will im ersten Programm des DDR-Fernsehens gab? Die abschließende Frage der Moderatorin lautete: Frau Bundeskanzlerin, wenn wir es geschafft haben, was genau haben wir dann erreicht? Was ist das Ziel? Als geübte Witzeerzählerin tat Merkel so, als verstünde sie die Frage nicht. Anne Will musste sie wiederholen.
Dann erwiderte die Kanzlerin mit einem schelmischen Lächeln, na, möglichst viele Menschen im Land. Ist wirklich passiert. Dass keiner lachte, war wohl Künstlerpech. Also wirklich, meine Damen und Herren, wenn die Staatschefin eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt erklärt, ihr Ziel, das Ziel ihrer Politik, quasi das Staatsziel sei, möglichst viele Menschen ins Land zu holen, und sie verstehen nicht, dass das ein Witz ist, wer hat da keinen Humor? Frau Merkel oder Sie? Ja. Auch die kleine Schwester der CDU hat einen bedeutenden Humoristen in ihren Reihen. Der Name fiel ja heute schon mehrfach, Horst Seehofer. Er droht seit 2,5 Jahren mit Koalitionsbruch, wenn die Grenzen nicht geschlossen werden oder kontrolliert werden. Wie wir wissen, werden sie nicht kontrolliert. Auch ganz im Gegenteil, das von ihm regierte Bundesland hat die illegale Masseneinwanderung perfekt organisiert. Es ist eigentlich jammerschade, dass Bayern im Süden liegt und nicht Nordrhein-Westfalen. Dann wären wir heute im Chaos, ja? Dann wären wir viel weiter, aber es muss Bayern sein. Und Seehofer hat sich damit für höchste Ämter empfohlen. Er wird Innenminister. Unter Zahnärzten gibt es einen neuen Begriff, wenn ein Mensch überhaupt keine Zähne mehr hat. Seehofer-Gebiss. Eine bedeutende innenpolitische Frage lautet, wie geht es mit Martin Schulz weiter? Der Journalist Alexander Wendt hat vorgeschlagen, dass er den Außenposten der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Elba übernimmt. Oder auf St. Helena. Dabei hätten Merkel und Schulz als Kanzlerin und Vizekanzler so gut zusammengepasst. Nicht nur ästhetisch. Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Jetzt sind sie halt da, sagte Merkel bekanntlich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Ende September 15. Und Genosse Schulz echote vor ein paar Tagen, da war er noch designierter Außenminister und Großkoalitionär und es ging um Obergrenzen, wenn mehr kommen, dann kommen halt mehr. Diesem Motto könnte Schulz natürlich auch Platzanweiser in einem Pornokino werden. Also gehen wir davon aus, er wird schon einen Job finden. Meine Damen und Herren, obwohl sie Physikerin ist, behauptet unsere Kanzlerin bekanntlich, es könne bei Flüchtlingen keine Obergrenze geben. Ein prominenter Kölner Narr hat ihr dieser Tage beigepflichtet. Kardinal Rainer Maria Wölki predigte, wir sind noch keineswegs an unser Limit gegangen und kommen auch nicht dorthin. Es darf nicht durch die Hintertür zu einer Obergrenze kommen. Die Grenze kommt durch die Hintertür. Da hat wieder einer sehr gut zugehört bei Frau Merkel. Doch wer ist wir? Und was ist unser Limit? Und wie kommt dieses Rotkäppchen auf die Idee, das Limit sei unerreichbar? Also was Wölkis eigenes Limit betrifft, das ist eindeutig. Er kann eine geräumige Bischofswohnung in Köln abgeben, 2/3 seines Amtsgehaltes von gut 11.000 Euro monatlich spenden. Und wenn er den Besitz seines Erzbistums verpfändete, könnte er etwa 3 Milliarden Euro in die Flüchtlingskollekte werfen. Das ist aber nur ein kleiner Teil des deutschen Limits. Der Bundeshaushalt weist für 2017 Gesamtausgaben in Höhe von 329 Milliarden Euro aus. Das heißt, wenn die ca. 1,5 Millionen Goldstücke optimistisch geschätzte 30 Milliarden im Jahr kosten, dann liegt die gutherzigste Obergrenze derzeit ungefähr bei 15 Millionen Neubürgern, sofern Kaltland nicht neue Schulden hat. Das ist viel, aber deutlich weniger als unsere Fremdenführerin und ihr Kardinal in ihrer obergrenzenlosen Fernstenliebe verheißen. Wenn man überdies in Rechnung stellt, dass allein Ägypten jährlich einen Bevölkerungszuwachs von 1 Million produziert und Schwarzafrika noch weit erheblicheren Segnungen entgegenschnackselt, dann fallen die Verheißungen von Merkel und Wölki eher unter Angeberei. Bleiben wir beim kölnischen Oberhirten. Am 27. Mai 2016 notierte der Publizist Nikolaus Fest in seinem Blog, Zitat, bei einem seiner letzten Besuche in Rom, so erzählt ein italienischer Freund, seien dem Kölner Kardinal Wölki, aber auch anderen hohen Würdenträgern der katholischen Kirche Filme gezeigt worden,
welche die Verfolgung von Christen dokumentieren, wie sie von Muslimen gesteinigt, enthauptet, gefoltert werden, wie man ihnen die Augen aussticht, sie an Autos kettet und durch die Straßen schleift, ihnen die Finger abschneidet. Es ist derselbe Wölki, der kürzlich ein flammendes Plädoyer für den Islam hielt. Zitat Ende. In Ländern, wo die Re-Islamisierung im vollen Gange ist, werden Christen massakriert und unser Kardinal, dem die Marterinstrumente gezeigt werden, segnet sie und möchte sie importieren. Wie ist so etwas möglich? Ich müsse die katholische Mentalität verstehen, erklärt mir ein Freund. Schon während Wölki diese Bilder gesehen hat, habe er den Folterknechten und Mördern vergeben. Jesus habe den Knechten, die ihn ans Kreuz schlugen, ja auch vergeben. Ein guter Christ müsse seinen Feinden vergeben, das gehöre zur Heilsgeschichte, so wie Judas zu ihr gehört und die Märtyrer. Die Heilsgeschichte kenne keine unrettbaren Sünder. Wölki handle also wie ein guter Christ. Ich verstehe, entgegnete ich. Der Kardinal möchte, dass künftig auch Christen in Deutschland das Privileg genießen dürfen, ein Martyrium zu erleiden. Aber wäre es nicht schön, wenn er selber als leuchtendes Beispiel voranginge? Meine Damen und Herren, die Massenzuwanderung geht weiter. Sie heißt jetzt Familiennachzug. Zäune halten ja sowieso keine Menschen auf. Also deutsche Zäune nicht. Ungarische und makedonische schon. Oder mexikanische. Mexikanische? Ja, Mexiko sichert seine Südgrenze zu Guatemala mit einem Zaun. Wussten Sie das? Die wussten nur von der anderen Grenze, auf der anderen Seite, die der böse Donald baut, nicht? Aber die Mexikaner wollen die Armutseinwanderung aus anderen lateinamerikanischen Ländern unterbinden und haben dafür eine Mauer gebaut. Das nur für den Hinterkopf, wenn man über den teuflischen Donald redet. Apropos, ein anderer Scherzkeks aus den Reihen des sozialdemokratischen Kabaretts, der Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann, hat die Wahl Trumps zum US-Präsidenten als einen Schock bezeichnet. Derselbe Oppermann nannte die Wahl seines Genossen Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten ein Fest der Demokratie. Über diesen Herrn Steinmeier haben wir noch gar nicht geredet. Man redet sehr wenig über Steinmeier. Dabei könnte es sein, dass er der heimliche Drahtzieher der GroKo ist, der im Hintergrund alle zusammenbringt, der die Gräben zuschüttet, die Schulz aufgetan hat. Also Steinmeier. Nachdem er zum Bundespräsidenten gekürt wurde, schrieb eine deutsche Boulevardzeitung groß auf der Titelseite: Sieh mal Trump, so geht Präsident. Danach unterhielt ich mich in Gedanken mit meinem russischen Freund Boris. Das Gespräch verlief so. Boris, wer ist denn dieser Herr Steinmeier? Das ist der designierte neue Bundespräsident. Aber ihr habt doch schon eine Kanzlerin. Bundespräsident ist eher ein repräsentatives Amt. Was bedeutet das? Besitzt er Macht? Theoretisch schon, denn er muss wichtige Gesetze unterschreiben. Praktisch aber unterschreibt er sie sowieso. Ansonsten hält er vor allem Reden. Hat Herr Steinmeier schon mal irgendeinen Satz gesagt, an den die Menschen sich erinnern? Nicht, dass ich wüsste. Hat er schon mal eine Wahl gewonnen? Ja, er ist 2008 von seiner Partei mit 95% zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden. Ich meine, hat er schon mal eine Wahl gewonnen, in der das Volk entschieden hat? Er hat 2009 als SPD-Kanzlerkandidat 23% bekommen. Hat er die Wahl damit gewonnen? Nein, es war das schlechteste Ergebnis, was die SPD jemals erreicht hat, bis Martin Schulz kam. Ja. Die SPD verlor damals ein Drittel ihrer Mandate. Und warum vergleicht diese Zeitung Steinmeier dann mit Trump? Sie will wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass sie ihn für einen moralisch edleren Menschen hält als Trump. Aufgrund welcher Verdienste? Das weiß ich nicht. Er hat 2006 dafür gesorgt, dass die EU-Sanktionen gegen Usbekistan gelockert werden. Zumindest war er dafür. Aber aus welchem Grund wählen die Deutschen ihn denn zum Präsidenten? Aber sie wählen ihn doch gar nicht. Na, wer wählt ihn denn dann? Die Parteien stellen Kandidaten auf. Gewählt wird der Präsident von der Bundesversammlung. Die besteht aus Mitgliedern des Bundestags und der Landesparlamente
sowie einigen sogenannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Insgesamt 931 Personen. Das heißt, Boris fragt wieder, es gibt dort ungefähr dieselben Mehrheiten wie im Parlament. Ja, dann ist doch von vornherein klar, dass nur ein Kandidat gewählt wird, den die Regierungsparteien unterstützen. Ja, und gibt es wenigstens davor ein richtiges demokratisches Hauen und Stechen? Stehen verschiedene Positionen zur Wahl? Finden große öffentliche Debatten unter den Kandidaten statt? Nein. Gegen wie viele Kandidaten hat sich denn Steinmeier durchsetzen müssen? Gegen keinen. Er ist nach Absprache der Führer der beiden Regierungsparteien nominiert worden. Ob die AfD oder die Linke Gegenkandidaten aufstellen, ist völlig egal, weil die sowieso nicht gewählt werden. Also, sagt Boris, ich fasse mal zusammen. Ein Mann mit einer reinen Funktionärskarriere, der das einzige demokratische Votum, dem er sich je stellte, mit Pauken und Trompeten verloren hat, wird am Volk und an den Oppositionsparteien vorbei, Oppositionspartei, wir haben nur eine, wird am Volk vorbei zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten nominiert, weil das die beiden Vorsitzenden der Regierungsparteien so abgesprochen haben. Und er steht von diesem Augenblick an als Amtsinhaber fest, weil ihn die sogenannte Bundesversammlung sowieso wählen wird. Und es gibt Medien, die diese, ich darf wohl sagen, Marionette, die mit 931 Stimmen gewählt wurde, als demokratisches Vorbild für den neuen US-Präsidenten hinstellen, für den aus dem Nichts 62 Millionen Amerikaner gestimmt haben? So ist es. Ich wundere mich nun zumindest nicht mehr, dass der Herr Steinmeier die Sanktionen gegen Usbekistan gelockert hat. Dort wird der Präsident ähnlich gewählt. Ich danke Ihnen. Es war doch einfach wieder erheiternd und es waren so viele wirklich tolle Episoden dabei, man müsste es sich glatt nochmal ansehen. Also wirklich ganz toll, ganz herzlichen Dank und ich möchte jetzt überleiten, wir können uns ja sicherlich noch ein bisschen unterhalten, zu einem integrationsfreundlichen Imbiss mit Mettbrötchen und Kölsch für Muslime unter uns gibt es auch Gouda-Brötchen und Wasser. Seien Sie herzlich eingeladen und ich wünsche noch ein paar angenehme und sicher auch heitere Gespräche. Vielen Dank.